Hallo zusammen, schön, dass ihr wieder dabei seid. Heute möchte ich euch eine kleine Verpackung vorstellen, und zwar einen Mini-Milchkarton. Hier seht ihr ihn, ich zoome mal ein bisschen ran. Der hat die perfekte Größe für einen kleinen Schokobonbon oder ein Ferrero-Küsschen. Ich bastle total gern mit denen. Da sind die Verpackungen eher klein, handlich, und es ist wirklich nur eine kleine Süßigkeit. Das heißt, man hat nicht gleich ein Kilo Schokolade, das man verschenkt. Also ich finde, es ist so die perfekte Größe, um kleine Verpackungen zu basteln. Ja, ihr seht, das ist hier dieser kleine Milchkarton mit ein bisschen Band, ein kleiner Spruch, und schon ist er fertig. Und den will ich euch einmal zeigen. Ihr braucht als erstes ein bisschen Designerpapier. Welches Designerpapier ist völlig egal. Ich habe mich für ein aktuelles Designerpapier entschieden, und zwar für das Designerpapier am Meer. Ich kram das mal schnell raus. Das hat die Maße 30,5 cm mal 30,5 cm und ist riesig. Also, ich bastle ja schon viel, aber selbst bei meinem Bastelschwund oder bei meinem Papierschwund hält so eine Verpackung wirklich Wochen, Monate. Und ich kann selbst beim Katalogwechsel noch auf mein altes DSP zurückgreifen. Also, viele maritime Farben, einmal die neue Incolor. Wie hieß sie noch? Jeansblau, genau. Dann die Minzmakrone, das ist auch eine Incolor. Und Calypso finde ich auch ein schönes Rot. Das DSP hat kein Weiß, sondern Vanille mit im Bauch. Und dieses Vanille findet ihr eigentlich immer wieder in den verschiedenen Mustern. Hier seht ihr das einmal. Also ganz oben, hier in diesen kleinen Muscheln. Ich zeige euch einfach mal alles ein bisschen. Jetzt gucke ich mal. Hier seht ihr die Streifen, die ich verbastle. Dann eben die Seeanemonen. Auf der Rückseite habt ihr ziemlich cool auch ganz viele Streifen. Dann habt ihr hier Seesterne in Calypso. Dann habt ihr so kleine, ich glaube, das sind Ankerketten in Minzmakrone, so im Aquarelleffekt. Und ich mache nochmal weiter. Hier haben wir nochmal die Fische. Hier haben wir ein paar Wellen in einem schönen Blau. Und da hinten sind diese Ankerketten in Calypso. Passend dazu gibt es nochmal die kleinen Seesterne. Und dann haben wir nochmal diesen Aquarelleffekt in Calypso-Schattierung. Also wirklich ein tolles Designerpapier, mit dem ich schon sehr viele Karten gebastelt habe. Und da werden noch einige Karten dazukommen, da bin ich mir sicher. Wenn ihr euch also euer Designerpapier ausgesucht habt, dann schneidet ihr euch ein kleines Stück zurecht. Und zwar habe ich mir hier mal die Maße aufgeschrieben. Das ist eine Seite aus meinem File of Fates. Ihr braucht 9 x 13 cm, also wirklich nur ein kleines Stück Designerpapier. Und das habe ich mir hier schon mal zurechtgeschnitten. Und dann müsst ihr das falzen. Dafür braucht ihr ein Falzbrett. Ihr könnt aber auch das Falz- und Schneidebrett nehmen von Stampin' Up. Das benutze ich, weil da wirklich alles drin enthalten ist. Und dann geht es auch schon los. Und zwar auf der langen Seite, also seht ihr das so an, sind das alle 3 cm. Sind einmal bei 3 cm, bei 6. Bei 9 und bei 12. Und dann seht ihr, dass ihr hier so einen kleinen, dann seht ihr, dass ihr hier so einen kleinen Rand habt. Und jetzt drehe ich das einmal um. Und da falzt ihr einmal bei 3, bei 6 und bei 8. Das war es auch schon. Dann könnt ihr das Falz- und Schneidebrett wieder weglegen. So sieht das dann gefalzt aus. Und das, was ich als erstes mache, ist, ich knicke erstmal diese Linien nach. So. So, und wenn ihr dann alles gefalzt habt, müsst ihr noch kleine Stücke wegschneiden und ausschneiden. Also, das hier ist der Boden, das dicke Ende. Und da könnt ihr als erstes schon mal dieses kleine Stück hier wegschneiden. Das braucht ihr nicht. Muss ich mal gucken. Hier, so. Und dann schneidet ihr jetzt hier einfach die immer alle ein.
So. Das heißt also, wenn ihr das jetzt bastelt, ist das ja euer Boden. Dann müsst ihr jetzt die Lasche kleben. Ihr könnt die Lasche einfach mit einem doppelseitigen Klebeband kleben. Ihr könnt aber auch Flüssigkleber verwenden, das ist egal. Ich nehme tendenziell eher Flüssigkleber, weil ich da noch ein bisschen hin und her wackeln kann. Aber das ist an der Stelle wirklich völlig gleich, welches Klebemittel ihr da verwendet. Ich sehe gerade, ich habe es mir nicht hingelegt. Das heißt, ich muss mir einmal schnell aus meinem Bastelschrank holen. Da. Dafür nehme ich den Tombow. Der Tombow ist super, weil er sehr, sehr gut klebt, auch gut zu dosieren ist. Und wenn ihr nicht also final kleben wollt, das heißt, wenn ihr möchtet, dass es sich immer noch lösen kann, zum Beispiel bei manchen Verpackungen, dann lasst ihr den Tombow einfach nur ein bisschen antrocknen und dann klebt er nicht endgültig fest. So. Na, ein bisschen hier zu viel rausgekommen. Klebt ihr das einmal fest, wartet einen Moment. Und hier ist es praktisch, kann ich mir noch ein bisschen hin und her wackeln. Das muss weg. So, und dann habt ihr schon die Rohform. Dann könnt ihr das jetzt unten aufeinander kleben. So. So. Fertig. Ihr könnt auch noch das alles ein bisschen in Form halten. Moment, fixieren. Und dann ist auch gleich trocken. Das ist dann ganz fix. So, so unten klebt er schon. Dann könnt ihr auch schon das Ferrero-Küsschen reinwerfen. Zack. Und nun, wenn ihr es zumacht, könnt ihr es vorsichtig aufeinander kleben. Ihr seht, hier oben habt ihr ja, oder hier habt ihr eine Falzlinie. Die hilft euch da schon so ein bisschen. Und dann habt ihr es hier schon zugemacht und dann ist es eigentlich schon der kleine Milchkarton. So, den stellen wir jetzt einmal weg. Und ihr stanzt euch mit der Beadshot zwei kleine Etiketten aus. Ich habe mir diese beiden oder dieses Etikett ausgesucht. Und zwar ist es ein Banner und dazu gibt es Frame Mix. Und zwar bunte Banner Mix. Das ist dies hier. Und da sind diverse Banner dabei, hatte ich auch schon mal in meinem anderen Video benutzt. Wirklich jede Größe dabei, ganz große Banner oder eben kleine Banner. Und ich habe jetzt das kleinste Banner verwendet. Und da habe ich mir zwei Banner ausgestanzt. Einmal in Jeansblau und einmal in Vanille. Also genau die Farben, die auch in dem Papier drin vorkommen. Und da will ich mir jetzt noch einen kleinen Spruch aussuchen. Ich habe mich entschieden für das Stempelset Geburtstagspuzzle. Das ist wirklich ein Puzzle. Das heißt, ihr könnt da die diversen Stempel miteinander kombinieren. Und ich finde auch die Schrift sehr schön. Also diese Schreibschrift kombiniert mit der, ja, mit der ganz normalen Druckschrift. Insgesamt habt ihr in diesem Stempel halt 27 Stempel, was sehr viel ist. Was mir halt passiert ist, ich habe schon mal den einen oder anderen Stempel bei mir im Bastelzimmer verlegt, aber irgendwie nach 3 Monaten ist er auf einmal wieder da gewesen. Da muss ich halt immer ein bisschen aufpassen, weil ich sowas gerne verlege. Also beim Basteln dann irgendwie weg runterwerfe und dann finde ich es nicht wieder. Da sind wirklich Mini-Stempel dabei. So, dann suche ich mir mal mein Hallo. Ach, ich kann auch ein Hurra nehmen, oder? Ja. Nee, ich nehme Hallo. So, wo ist denn das? Da. So. Also alles gut mit Farbe bedeckt. Fertig ist mein Hallo.
So, und wenn ich schon gerade dabei bin mit dem Stempel, will ich jetzt auch noch hier diese kleine Muschel stempeln. Es gibt dafür keine Stanze, die wird mit der Hand ausgeschnitten, aber es ist nicht viel. Also so eine kleine Muschel, die geht ja schnell. So, für die Muschel nehmt ihr euch oft ein kleines Stück Vanille. Und dazu kommt das Stempelset Seaside Shore. Hat insgesamt 15 Stempel und eben maritime Motive, die ich passend, also die passen, die perfekt zum Designerpapier passen und die ich ebenfalls unheimlich gerne verwende. Und da haben wir jetzt so zwei Muscheln in zwei verschiedenen Größen. Ich habe die kleine verwendet. So. Oder habe ich doch die große verwendet? Ich habe die große verwendet. So, wo ist denn jetzt mein Stempel? Hier. Die Muschel einmal. Und die schnibbel ich jetzt noch mal aus. So, die Muschel ist fertig und damit haben wir eigentlich auch schon alles hier für die Deko. Das klebe ich jetzt mal aufeinander. Und das klebe ich auch mit dem Tombow fest. Wenn der Tombow mich dann lässt, ja. Das nehme ich auch gleich mal weg. So. Jetzt kommt noch das weiße oben, oder das weiße, das vanillefarbene Papier da drauf. Und hier ist ganz praktisch, dass ich eben den Tombow verwendet habe, weil ich hier noch hin und her schieben konnte. Das wird dann schwierig mit einem doppelseitigen Klebeband. So, das kommt da noch ein bisschen rein. Fertig. Das kann ich auch jetzt erstmal zur Seite legen. So, jetzt sind wir schon fast am Ende mit der kleinen Verpackung. Ihr müsst jetzt hier oben ein Loch reinstanzen. Ich habe dafür noch eine alte Stanze von Stampin' Up. Die gibt es leider nicht mehr. Aber ihr könnt jede andere Stanze benutzen oder einfach auch mit einer Nadel ein dickes Loch durchstechen und dann eben ein bisschen breiter machen. Da gibt es diverse Möglichkeiten. So. Na, ich mache es mal andersrum, dann sehe ich es besser. So. Weiter geht's. Und das Schöne bei Stampin' Up ist, oder warum ich halt ein Fan von Stampin' Up bin, ist, dass vieles aufeinander abgestimmt ist. Das heißt, ich habe jetzt zu der Stempelfarbe Jeansblau auch ein Band in Jeansblau, so ein süßes Rüschenband. Und ihr seht eben, dass ihr das Blau auch in dem Papier wiederfindet. Das heißt, ich muss nicht lange suchen, bis ich da meine passende Farbe gefunden habe. Das ist alles gleich so im Katalog vorhanden. Definitiv ein Vorteil von Stampin' Up, finde ich. So, jetzt muss ich das da durch das kleine Loch friemeln und hoffe, dass ich auch relativ schnell das hinbekomme. Das gestaltet sich manchmal als ein bisschen schwierig. Ach, schön. So. Und da ist wirklich eine ganz scharfe Schere wichtig, weil es sonst nämlich so ausfranst. So. Einmal schräg angeschnitten. Und jetzt kommt noch das kleine Schleifchen dran, also dieses, was ich hier gebunden habe. Dafür benutze ich den Leinfaden. Den Leinfaden finde ich toll, weil er sehr neutral ist. Also ich kann ihn für sehr aufwendige Karten verwenden, aber eben auch für eher schlichte Karten oder Verpackungen. Er ist wirklich neutral. Also da, der fällt halt nicht auf, aber es ist trotzdem ein kleines Detail, das man dann doch beim Betrachten sieht. So. Und da kommt jetzt noch das Schleifchen. Ja, machen wir andersrum. So. Und was ich nicht mache, ist, ich schneide jetzt noch nicht das Band ab, sondern ich binde erst die Schere und schneide dann ab. Weil was mir ab und zu passiert, ich schneide zu kurz ab oder viel zu lang ab und dann habe ich entweder viel zu viel Band übrig oder viel zu wenig Band und muss nochmal anfangen. Und das kann ich eben vermeiden, wenn ich gleich das Band einfach dran lasse.
Dann mache ich eine kleine Schleife draus, das heißt, ich zupfe das hier noch ein bisschen zurecht. Fertig ist die kleine Schleife, seht ihr? Und da schnibbel ich hier noch was ab, dann ist es nicht so lang. Und jetzt fehlt eigentlich nur noch die Deko vorne. Das haben wir ja schon alles vorbereitet. Das klebe ich jetzt nur noch fest. Und fertig ist meine kleine Verpackung. Ja, vielen Dank, dass ihr vorbeigeschaut habt. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht und bis zum nächsten Mal. Tschüss!